Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Do-It-Yourself Workshop. Und zwar heute mal wieder ein kleiner Werkzeugtest. Wer mir bei Instagram oder auch bei Facebook schon folgt, wird wahrscheinlich bemerkt haben, dass ich in einem meiner letzten Videos meinen Winkelschleifer zerstört habe. Diese Möglichkeit wollte ich jetzt natürlich nutzen und habe mir einen neuen Winkelschleifer besorgt, aber diesmal einen akkubetriebenen. In diesem Video würde ich gerne mit euch ausprobieren, wie lange hält der Akku, wie gut ist das Gerät auch genug Leistung und wie lange dauert das wirklich, um den 4 Ampere Akku wieder voll zu laden. Nach dem Intro seht ihr mehr. Und dann schauen wir uns das Gerät mal aus der Nähe an. Also für 26,95 Euro hätte ich jetzt hier eine schlechtere Verarbeitung erwartet. Ja, das sind immer diese Vorurteile, wenn man günstig einkauft. Aber das sieht sehr solide aus. Ich habe keine scharfkantigen Stellen oder irgendwelche Gussfehler vom Kunststoff her. Die gummierte Oberfläche, dadurch liegt das Gerät sehr gut in der Hand und lässt sich auch mit einer Hand gut führen. Das Einzige, was ich hier vielleicht wahrscheinlich bemängeln werde später, das ist, ich kann es nicht wie eine kabelgebundene Flex einfach ein- und ausschalten, sondern ich muss hier die Taste die ganze Zeit erstmal entsperren und dann gedrückt halten. Ich glaube, das wird später im längeren Betrieb dann vielleicht auch ein bisschen störend sein. Auch hier bin ich positiv überrascht, was die Verarbeitung angeht. Man hat die Wahl zwischen einem 1,5, 2 oder einem 4 Amperestunden Akku. Ich habe mich für den 4 Amperestunden Akku entschieden für 26,95 Euro. Über die Ladestandsanzeige kann man schnell die Einsatzbereitschaft von dem Akku kontrollieren. Wer kein Schnellladegerät für 14,95 Euro dazu kauft, kann ansonsten auch über ein Kabelladegerät für 3,99 Euro den Akku mit Strom versorgen. Ja, am Schnellladegerät selber war ich dann nicht sonderlich überrascht. Wir haben ganz normal eine Ladekontrolle, die zeigt uns an, wann der Akku vollgeladen ist. Verarbeitung auch ganz normal. Aber auf der Rückseite fand ich sehr geil, dass der Bohrlochabstand hier auch schon direkt am Gerät selber schon aufgedruckt war, damit man das schnell an der Wand montieren kann. Und dann konnte ich mich natürlich nicht zurückhalten. Hab dann sofort natürlich mir den Akkuschrauber geschnappt und auch gleich den Lochabstand ausgemessen, zwei Schrauben reingejagt und ja, natürlich hat es super funktioniert, lässt sich super an der Wand montieren. Stellt jetzt aber kein großartiges Kriterium hier dar, ob das Gerät deswegen sehr empfehlenswert ist. Aber ein cooles Gimmick, auch an solche Kleinigkeiten, wenn man halt daran denkt, da freut sich natürlich der Kunde. Ja, und dann habe ich das ja schnell an der Wand montiert, habe eben das Kabel sauber verlegt und mich schon darauf eingestellt für einen langfristigen Einsatz mit diesem Gerät. Ja, hier wollte ich euch nochmal zeigen, also in dem Schnellladegerät selber ist ein Lüfter verbaut, den hört man hier auch hoffentlich ein bisschen. Sobald dann die Ladestandsanzeige auf grün umschaltet, geht der Lüfter selbstständig aus und man kann damit sofort anfangen zu arbeiten. So, und dann wollen wir uns jetzt auch mal im praktischen Einsatz mal anschauen. Ich habe unten rechts in der Ecke eine Uhr mitlaufen, damit ihr auch verfolgen könnt, wie lange der Akku gehalten hat. Ja, und dann lasse ich das ganze Video mal ein bisschen schneller laufen, damit das Video auch hier nicht ganz so lang wird. Ja, wenn man das Gerät einschaltet, man merkt natürlich sofort, man hat nur 8000 Umdrehungen. Das sind mal 4.000 bis 5.000 Umdrehungen weniger, als wie man es von einer kabelgebundenen Variante erkennt. Man merkt auch sofort, man darf nicht zu doll drücken, weil ansonsten das Gerät auch sofort stehen bleibt. Also wer hier wirklich denkt, er kriegt jetzt hier ein handliches Gerät, womit er die gleichen Tätigkeiten durchführen kann, wie er es von einer kabelgebundenen Variante erkennt, der liegt hier wirklich komplett falsch. Nach 7 Minuten haben wir hier schon so starke Leistungseinbrüche bei dem Winkelschleifer, dass wir hier wirklich das Gefühl haben, nur noch mit 50% der Leistung zu arbeiten. Das hat nichts mehr mit Schleifen zu tun, sondern das ist einfach nur noch mit der Fächerscheibe über die Oberfläche gleiten. Ich kann nur noch ganz minimalen Druck aufbauen und sobald ich zu doll drücke, bleibt das Gerät auch ansonsten schon stehen. Da habe ich mir persönlich ein bisschen mehr erhofft, dass ich finde, na, so vielleicht 20 Minuten oder 15 bis 20 Minuten mit dem Winkelschleifer vielleicht mal ein paar Vierkantrohre entgraten kann oder sonstiges. Aber ja, jetzt kommt gleich der Moment, wo dann auch der Winkelschleifer dann auch den Geist aufzieht. Bei 7 Minuten 54, ja, ist dann auch Ende im Gelände.
Nichtsdestotrotz werden wir jetzt gleich natürlich nochmal den Akku einmal laden, um uns natürlich auch anzuschauen, wie lange das dauert, bis der Akku wieder vollgeladen ist. Laut der Ladeanzeige haben wir zwar noch einen Balken am Akku drauf, aber wollen wir mal schauen, wie lange das Gerät jetzt braucht, das Schnellladegerät, um den Akku wieder voll zu kriegen. So, ich habe den Akku jetzt einfach mal in das Ladegerät einfach reingesteckt und habe die Kamera davor gestellt und habe einfach so lange aufgenommen, bis dann die Lampe von Rot auf Grün umgesprungen ist. Das hat jetzt bei dem Akku 35 Minuten gedauert. Ich lasse es jetzt einfach mal weg, unten einen Zeitstempel einzublenden. Ich will auch da nicht so viel drüber erzählen. Also nach 35 Minuten war der Akku dann wieder voll geladen. Und ja, und dann möchte ich auch eigentlich schon zu meinem abschließenden Fazit in diesem Video kommen. Ja, woran hat es hier liegen? Ja, das fragst du dich immer, ne? Also, Katastrophe. Gerät an sich, von außen betrachtet, hat das eine ordentliche Verarbeitung. Es liegt auch gut in der Hand. Für einhändiges Arbeiten hat das auch super funktioniert. Die Gimmicks mit dem Ladegerät für die Wandhalterung, dass dort auch schon der Abstand draufgeschrieben worden ist, dass der ein oder andere Fliegel schneller das montieren kann. War auch eine super blendende Idee. Als nach 8 Minuten das Gerät ausgegangen ist, bin ich davon ausgegangen, dass der Akku einfach nur leer gewesen ist. Habe den Akku natürlich wieder geladen, in der Hoffnung, ja, dass das einfach nur ein sehr schlechter Akku ist, der einfach nicht lange hält. Habe den Akku wieder vollgeladen, was auch sehr schnell funktioniert hat. Also nach 35 Minuten war das Gerät wieder voll, ihr seht's. Auch am Ladegerät angezeigt, ja, von Rot auf Grün umgesprungen, alles schön. Aber dann funktioniert trotzdem nichts. Und zwar, irgendwas im Inneren ist kaputt gegangen und nach 8 Minuten habe ich den Winkelschleifer genauso wie mein vorherigen das Leben ausgehaucht. Falls ihr das Video dazu noch nicht kennt, ich verlinke euch das unten in meiner Beschreibung. Guckt euch das an, sehr lustige Geschichte. Ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt hier von einem Winkelschleifer-Akku betrieben, der mit allen Klippen, mit Akku, Winkelschleifer und dem Schnellladegerät noch unter 70 Euro liegt, kann ich doch trotzdem erwarten, dass er bei leichten Tätigkeiten ja, länger als 8 Minuten hält. Danke fürs Einschalten. Ich kann euch für dieses Produkt leider keine Kaufempfehlung aussprechen, auch wenn dieser schöne, günstige Preis sehr attraktiv ist. Ja, und man damit noch nicht mal 10 Minuten arbeiten kann, ist dieses Produkt einfach nicht zu gebrauchen. Habt ihr andere Erfahrungen mit dem Gerät gemacht, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere ein Like für dieses Video da lässt. Und das Teilen ist natürlich sehr gerne erwünscht. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.